Hallo und willkommen zurück. No Man's Sky, unser Spiel. Und mit Blender Glitch wollen wir heute einen perfekten Kreis mit 32 Bodenplatten machen, also außen herum. Und das geht wie folgt. Ja, ich habe hier schon mal eine Bodenplatte vorbereitet. Die habe ich einfach mit entsprechenden Material, wie zum Beispiel Wände, habe ich die einfach hier nach oben gebaut und das liegt daran, ich will hier die Landschaft nicht zerstören. Ich finde das richtig schön. Und für den perfekten Kreis nehmen wir am besten diese Bodenplatten oder die aus Beton. Und dann wollen wir doch mal anfangen. So, noch kurz die Farbe ändern. Und das funktioniert natürlich so erstmal nicht. Aber die Farbe habe ich schon mal geändert, das ist sehr schön. Und wir gehen jetzt wieder ins Baumenü. So, dann gehen wir hier auf die Biokuppelraum. Der ist völlig egal, wo wir den hinstellen. Allerdings möchte ich eins, ich möchte keine Türen drin haben müssen. Das bedeutet, ich baue mir das einfach hier hin. Und das während ich drinne bin. Somit haben wir schon mal Zeit gespart. Und dann schauen wir einfach mal hier rein, in dieses Menü, allgemeine Versorgung heißt das Ganze. Dann gehen wir auf das Nip-Nip, das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Und das brauchen wir, warum? Moment, das hier nehme ich erstmal nochmal weg. Ja, besser. Wieder das Nip-Nip. So, dann können wir nämlich besser sehen. Wir fangen an bei genau diesen hier, weil das hier, ja, ist eine schöne Vorgabe eigentlich. Dann tun wir mit E wechseln. Ja, das war jetzt aber nicht richtig. So, mit E wechseln auf den stehenden Pflanzenbehälter. Das sieht dann so aus. Jetzt müssen wir jedes Mal wieder auf das Nip-Nip zurückgehen. Und hier genau 180 Grad stelle ich nur eine Pflanze hin, weil da brauchen wir nämlich nichts. Als Erinnerung, ich habe fertig. Und dann bauen wir uns das hier hin. Oh. Da ist mir doch ein Fehler passiert. So, schon besser. Okay, gut, dann fangen wir an. Wir gehen jetzt in das Menü für die Bodenplatten. So, ist die Farbe auch noch orange? Ja, das sieht gut aus. Orange-blau. Und dann gehen wir aufs Kabel. So, den hier brauchen wir nicht, weil die Kontakte drehen sich jetzt in die Richtung von da, wo das Kabel kommt. Das können wir jetzt mal hier einmal sehen. Wie ihr seht, der Kontakt hier, der Konnektor, der hat sich entsprechend gedreht. Und dann tun wir mit Q einfach wieder zurückwechseln auf die Bodenplatte. Und das machen wir jetzt bei jedem Pflanzenbehälter. Okay. Warum nehme ich nicht die neuen Bodenplatten? Die sehen doch toll aus. Ja, allerdings für das hier sehe ich davon ab. Aus gutem Grund, weil die Textur, die flimmert noch viel stärker wie diese hier. Moment, vierte. So. So, eine fehlt uns noch. Welche ist das? Das ist natürlich genau diese hier. Da gehen wir wieder aufs Kabel. 90 Grad sind 90 Grad, das heißt, ich kann das einfach so lassen und wechseln. Dann haben wir auch die letzte drinne. So, mal kurz aufs Kabel. Hervorragend. Jo, spitze. Alle sind sie da. So, das bedeutet, wir können jetzt wieder zurückwechseln, gehen auf C, nehmen uns den Biokuppelraum weg. Und ab jetzt wird es super leicht, denn wir brauchen jetzt nur ringsrum viermal nach außen diese Bodenplatten anlegen. So, da sind wir schon bei den letzten Bodenplatten. Hervorragend, super. Dann schauen wir uns das auch gleich mal an. So, einmal aufs Kabel. Und wir haben hier super abgeschlossen.
Das sieht sehr gut aus. Und damit haben wir unseren perfekten Kreis. So, dann noch einmal rüberlaufen. So, da bin ich hier oben und im Fotomodus und schauen uns das hier einfach mal an. Und das ist insgesamt perfekt. So muss das sein. So sieht der Kreis toll aus. Das Muster ist überall identisch. Und damit haben wir unseren perfekten Kreis. Und ja, hervorragend. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!